noch hinterher oder ist nein, ich habe. Wir haben einen Unfall gebaut gehabt. Also fahr ich kurz ran. Ich beschreibe kurz den Unfallhergang. Carsten fährt auf der linken Spur, Chakotay zieht rüber. Carsten in die Leitplanke, Chakotay ditcht weg und ballert auch in die was Leitplanke und Josh und ich fahren den dann rein. Was ist denn geditcht? Wegditschen. Ja, weggeditscht gehaben sein. Aber in den Kommentaren wurde kritisiert, dass es keinen Plus Come Perfect Future 2 gibt. Mein LKW Standard, ist leicht beschädigt. James, bist du noch da? Ja. Da. Ah, okay. Oh, Carsten, das war jetzt die Stimme mit dem Ja, ich hab dich aber auf dem Kika. Nein. Wir trampeln uns nur so ein bisschen, ne? Das war das Ja. Das war unsere Trampels. Doch, ich hab dich jetzt im Visier. Bidi, 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 bidi. Bidi, 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 bidi. Bidi, 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 bidi. Das ist eine Sache, die kommt erst am Ende des Jahres. Erscheint erst am Ende des Jahres. Hä? Yep. Es gab doch diesen einen Outtake. Outtake? Ein Outtake? Ist das ein Outtake? Ja, Outtake. Outtake, ja, Josh, der ist Outtake gewesen. Ja, aber der kommt doch in einem Nicht-Outtaken-Ding. Er erscheint in einem Nicht-Outtaken-Ding. Ding. Chakotay hat jemanden im Visier und hat einen gewissen Ton gemacht, immer wenn diese Person in der Nähe war. Diesen Ton habe ich gerade wiederholt. Der kommt in einem Outtake? Ich dachte schon. Wir hatten das. Andi, was? Keine Ahnung, also ich, hey! Ich hab's noch. Aua! Sag mal. Was Mann! Der darf einfach in der Einfahrt stehen. Nein, das ist keine Einfahrt, das ist eine Ausfahrt. Ja, aber nein. Guck mal, da über euch ist auch schon ein Rettungshelikopter. Wo müssen wir denn dran neben uns? Der da drüben steht, ich glaube, der guckt uns zu. Ja, der amüsiert sich. James, könntest du mal abhauen? Ich versuche es. Leute, ich bin nahezu kaputt. Ja, aber wenn es deine Probleme ist, hätte ich gerade gerne mal. Also, ich kann den Motor nicht mehr starten. James, dann würdest du ein bisschen mal da wegfahren. Andi, wie viel Prozent hast du denn Schaden? Also, Julian, Andi, wie viel Prozent hast du denn Schaden? 80, 90? So, Andi, das kannst du fahren. Hätte Andi in die Leitplanke, ey. Oder soll ich vorbeifahren? Warte mal. Ich fahr mal vorbei. Nein. Wie, du rammst mich. Ja, ich bin schon lange vorbei. Wenn du mich Andi, jetzt gerammt hättest, ne? Du stehst aber cool. Da hätte ich dich gejoscht, das kann ich dir aber sagen. Ja, aber Josh ist eigentlich was Positives, glaube ich. Ich find's schon ziemlich Jay. Ziemlich James? Ja-Tag oder Nein-Tag? Boah. Also ich bin nahezu irreparabel beschädigt. Ich kann nur noch, glaube ich, 100 fahren. Ich hab grad, das können nur die Wartet die ihr kurz, oder? Ja, wir stehen hier, glaube ich. Also ich. Ich stehe hier, glaube ich. Ich will nicht wissen, was bei Julian noch so alles, aber. Ah, oh, Josh. Ich glaube, wir stehen hier. Ich bin mir aber nicht sicher. Julian, du bist schon irgendwie fertig, kann das sein? Nee, ich bin nur Ballerballer. Ich sehe euch aber nirgends. Wo seid ihr denn? Geradeaus also ich einfach. Bin hier. Die Einfahrt da, wo du rechts abbiegen musst, halte ich. Boah, ey, hier ist Andi, ja voll der Containerbahnhof. Andi kommt. Voll cool. Fahr, Andi kommt. Weiß aber, wenn er erscheint. Andi, hier rechts. Warum nach rechts? Bin da auch nicht rechts jetzt auch gefahren. Der Chakotay ist da lang gefahren. Echt? Ja, wo ist der Chakotay jetzt? Achtung, ich bremse. Und jetzt links. Achtung, ich fahr vielleicht gleich jemanden an. Nein. Was war das denn? Also ich habe auf jeden Fall den Route in Werkstatt gesetzt. Wir würden jetzt in die Werkstatt fahren. Musst du nicht da abliefern, okay. James? Ich will erst zur Werkstatt. Jetzt kannst erst du. Erst zur Werkstatt, okay. An die Werkstatt. Ja. Fahr mal vor. Das Gefühl, mein LKW ist kaputt. Irgendwie wäre ich das Gefühl auch nicht los. Du wirst das kaputte Gefühl nicht los? Nee, irgendwie nicht. Das Was hat denn so der Chakotay da eben auf der Abfahrt gemacht? Du bist in die Leitplanke gefahren und ich konnte nicht mehr bremsen. Ja, es sind immer die anderen schuld. Doch. Aber nein. Kollege, ich bin noch gefahren, da hat's mich weggehauen von hinten. Du warst in der Leitplanke, ich hab Videobeweis. Oh, ich jetzt geht das los Video. Hier. Hab ich auch. Und da bin ich noch jetzt gefahren. Ich hab keinen.
Nee, ich auch, guck mal, da ist ja sogar Carsten so ein. Nicht auf, nein. Da ist so ein. So ein Kreuzfahrtschiff. Ja, bitte? Oh. Nächstes Mal, wenn wir an der Ampel sind, fährst du bitte nicht bei Rot drüber. Ich geb dir ein Bier. Sagst du denn den Bullen auch immer? Ja. Ja, ich bin immer hochgefahren. Scheiße, ich geb ihnen ein Bier. Haben Sie was getrunken? Nein, Officer, ich hatte nur ein Glas Essen mit meinem Wein. Hansi hat nichts getrunken. Hansi macht sowas nicht. Wer ist Hansi? Yeah. Oh, jetzt fahrt doch mir nicht in die Sicht, ich wollte gerade ein Thumbnail machen. Carsten, bist du mir aber auch in der ATS-Aufnahme. Ja, das konnte ich, da musste ich ja abliefern. Wo muss ich denn hin? Ja, Julians, fahr weiter vor da, Mensch. Julians? Ist der mehrere? Ja, es gibt mehrere von mir, ich bin schizophren. Oh. Was eigentlich um den Der Julian ist so fett, von denen gibt es schon mehrere. Was? Darf er das? Ja. Chakoti, du bekommst gleich ein Meet and Greet mit meiner Faust. Echt? In dein Gesicht. Andi, wo fährst du eigentlich lang? Aber voll cool hier. Ja, aber wir haben doch Bumsfallerer. Wir haben doch Bumsfallerer, hier stehen wir alle in der Werkstatt. Ja, aber er muss ja hier abliefern. Ich bin doch direkt hier hinten. Ach so. Schön hier. Ich gehe mal wieder in meine Kabine, das ist ein bisschen leiser, da kann ich meine Zeit. Ist schön hier, ne? Oder? Ja, ist schön hier. Bis auf meinem Laptop rumdaddeln, schau, ob alle Folgen veröffentlicht sind. Was ist denn das? Oh Gott. Alles, was am Wege da hinten, du stehst super, ich sehe nichts. Ey, jetzt kommt es. Dümmste Frage des Internets. Wird mein Laptop schwerer, wenn ich mehr Dateien drauflade? Mein Laptop wiegt 1 Kilogramm. Aber wenn ich jetzt mehrere Dateien runterlade und Windows installiere, wird es dann noch schwerer? Wie alt ist der eigentlich? Also wie alt Weiß ist ich nicht. Frage? Das ist nur, Das ist schon so ein alter Hut. Das ist nur zusammengesammelt worden. Ich weiß nicht, wie alt diese Fragen sind. Ach so, gesammelt. Der Julian hat die ganzen Fragen aufgeschrieben, die er mit der Zeit gefunden hat von sich selber. Ja, eben, der hat einfach überlegt, welche Frage in die Weltgeschichte habe ich denn. Gar nicht wahr, wenn er wirklich ich dümmer von dir blöd, Mann, hier vorne meinen Einsatzpunkt mit erwischt. So. Nein, falsche Richtung. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Was wolltest du denn sagen? Ich wollte gerade was Lustiges sagen. So fängt's an mit dem Alter. Ja, es geht bei dir früh los. So fängt's mit Alter an. Hi, Chakoti. Du bist echt konsequent, was dein Pferd nicht angeht, oder? Beschädigt. Ja, super. Julian. Wie Julian? Was hat Julian denn gemacht? Ja, du bist mir ja am Anfang gleich hinten reingekachelt. Nein, bei der Yacht nicht. Beim Bagger bin ich hier reingefahren. Nein, beim Bagger bin ich hier reingefahren, nicht bei der Yacht. Ich habe meine YouTuber-Yacht kaputt gemacht. Das stimmt nicht. Bei der Yacht bin ich hier nicht reingefahren. Bei der Yacht habe ich mich von dir ferngehalten. Also nein, das möchte ich nicht. Nein. Bei der Yacht bin ich dir nicht reingefahren. Das kam jetzt gerade von dem Unfall, der da noch passiert ist. Ich bin dir bei der Yacht nicht drauf gefahren. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt so wiederholen soll. Ja, wer war denn das dann eben? Ja, gerade der Unfall. Ja, und wer war das? Ja, auf jeden Fall nicht ich, weil ich war 10 Kilometer weg. Nein. Der Unfall in der Ausfahrt. Ich hab's gerade gesehen. Andi, hier ist die Werkstatt. Du kannst dich direkt hierhin zurücksetzen. Beruhigend. Ja, klar. Das stell dir mal vor, im Real Life kippt ein LKW um, dann kommt Josh angelaufen. Hey, hier ist direkt eine Werkstatt. Du kannst dich zurücksetzen. Setz dich mal zurück. Ich blute, du Sack. So, wir können weiter. So, wer muss denn jetzt abliefern? Carsten. Carsten wahrscheinlich. Oder ja, Josh. Und den Yoshi. Ja, Carsten, wo musst du hin? Josh. Wo ich hin muss? In Venedig. Ich muss nach Transilet. Ihr müsst doch nach Milano. Milano. Ja, ich Transinet. Auch. Ich ja, wunderbar. Auch nach dann ist es dann. Das ist Transinet. Ja, aber nein, das ist. Darf er das? Darf er das? Ja, darf er. Hoi. Hoi. Hier ist noch Taxi-Crew. Das ist so geil, ey. Das ist echt das MAN-Syndrom. Ja, jetzt kommt der auch noch hinterher. Das ist echt das MAN-Syndrom hier. Das ist das MAN-Syndrom. Ach, jetzt hält er bei Rot an, weißt du? Links überholen kann er, aber bei Rot anhalten. Das ist so geil, ey. Diese Doppelmoral immer. Aber voll cool, wir haben hier deutsche Verkehrsschilder. Entschuldigung,
aber deutsche irgendwie... Entschuldigung, aber irgendwie wollte ich nicht bremsen. Ich weiß nicht, da hat mein Bein einfach keinen Bock zu gehabt. Ach, hallo Andi. Oh, mal, du stößt übrigens gerade meinen schönen Benz an. Was ist da vorne? Ist voll der heiße Luftballon. Der ist nicht schön. Der ist voll schön. Nee, der ist nicht schön. Doch, voll schön. Ach, James, wir wollen heute noch ankommen. Erscheinen. Ja, kann ich allerdings nicht. Ich hab dir doch gesagt, Carsten, der hat jetzt dich auf dem Kieger. Ja, ist ja schön. Freue ich mich. Echt? Ja. Cool. Wer immer jetzt in Amerika, dürfte ich jetzt rechts abbiegen. Ja, wir sind aber nicht in Amerika. Deswegen darf ich das nicht. Wir sind in Europe. Darf er das? Nein, eigentlich darf er das nicht. Was? Der Julian, der fährt einfach über. Bloß weil er grün ist. Der fährt einfach über. Und ich bin auch über die Gegenspur gefahren, wenn es euch interessiert, aber ist egal. Nö, interessiert nicht. Nur weil er ja Tag grün ist. Ja, eben. Ich bin grün, das heißt, ich darf fahren, immer. Ja, der Tag ist nur grün hinter den Ohren, ja. Ja, aber ich falls. Voll der Grünschnabel. Hauptsache, ich stehe auf der rechten Seite. Oh, da rechts sind Züge. Oh. Ja, voll zügig. Nee, nach Zürich fahren wir doch gar nicht. Zügig. Das sind aber voll die coolen Züge. Nee, zügig, die Stadt gibt's nicht. Hui. Komm, Chicote, du hast so einen leistungsstarken LKW. Tritt mal auf, yes. Mach ich doch. Gut. Josh, rechts oder geradeaus? Warte mal. Geradeaus drunter durch, genau, da wo du bist. Dein Glück. Geschwindigkeitsüberschreitung. Ja, ich habe nur gerade die F8-Kamera benutzt. Nee, die 8-Kamera. Hat er wieder Screenshots gemacht, der Kollege? Nein, der hat die tolle... Oh Gott. Die Kinocam. Die Fernsehansicht verwendet. Fernsehkamera Verfolger-Blatteil. Verfolger-Blatteil. Ja, das heißt doch so. Oh, guck mal, das ist ein grüner Heißluftballon. Verfolger-Blatteil. Ja, der ist bei mir rot. Bei mir ist der grün. Der ist rot. Den habe ich bestellt, dass er grün ist. Der ist rot. Ob du der hier bist grün. Oder nicht. Ich habe einen Videobeweis. Ich habe nämlich angeguckt. Hey, Carsten. Boah, ihr müsst mal alles beweisen, oder? Wie viele MANs sind hier eigentlich unterwegs? Ja, das ist haben wir aus der Uni mitgenommen. Wir müssen au, au. Ich musste da in die Maulschrift gehen. Also Andi und Carsten kuscheln und liegen beide auf der Seite. Ja, ich glaube, ich werde mich dann mal zurücksetzen. Was war das? Also Carsten ist geschlingert und dann ist dann er umgefallen. Dann repariere ich auch nochmal. Dann lass uns alle zurücksetzen. Es regnet. Fahr ich auf den LKW. Hat Carsten gerade Ball mit mir gespielt oder was war das? Nee, Carsten ist ins Schlingern gekommen durch gewisse Umstände. Solange nicht mit seinem. Das hast du aber schön ausgedrückt. Durch gewisse, ja, da war Ball mit mir gespielt. Durch gewisse Umstände der Chakotenbegebenheit. Und was? Nee, ich hatte eher so Probleme mit dem Josh gerade. Hä, aber der ist grün, der Ballon. Auf einmal. Ich sag doch, der ist grün. Ja, ist das ein Ballon? Welcher Ballon? Ein Heißluftballon. Der ist voll heiß, gell? Ja, der ist richtig heiß. Oh, endlich ist kein Regen mehr hier. Wie mach ich denn jetzt den Scheiß Scheiben raus? Nee, dafür ist der Regen bei mir. Oh, guck mal, der ist grün. Der ist immer noch grün. Wie mach ich den aus? P? Mit P macht man Regen aus. Der Buchstabe nach dem O. Nee, aber Scheibenwischer. Ah, ich glaube, ich hab ihn gefunden. Ey, warum springt denn mein Blinker nicht mehr aus? Springt nicht mal auf. Habe ich jetzt einen Mainzer LKW hier oder was? Ein Deinser LKW? Nee, ein Mainzer. Ja, ein Deinser. Nee, ich habe keinen. Also außer den hier. Und 10 andere. Parking or idle. Discordia is not allowed. Das kann nicht wahr sein. Andi, was machst du da? Ja, du hast plötzlich so stark gebremst. Ja, dann guck doch mal aufs Navi. Ja, hab ich doch. Ich hab dich doch davor. Das reicht doch. Hättest du ja gesehen, dass da die Ausfahrt ist. Ist ja, du grün. Ziehst ja keine rote und grüne und gelbe Linie hinter dir, dass ich weiß, jetzt muss ich langsam fahren, weil du abbremst. Nee, darum sollst du auf deinen Navi gucken. Oder dir vielleicht mal mehr... Ja, Leute, könnten wir vielleicht mal gucken, dass wir Carsten aufgabeln, weil der kommt gerade nicht mit. Oh Gott, ich hab's gesehen. Achtung an die Mautstation. Wir warten mal hinter der Mautstation auf den Carsten. Ja, da, ich hab bestimmt LKW-Parkplatz gefunden. Ein LKW-Park, ne? Ja, aber allerdings ohne Gesellschaft. Ach so. Schön hier. Andi! Hier. Was denn jetzt schon wieder? Ich war neben dir. Ja, ich fahr doch nur zu Josh, ich mach doch überhaupt nix. Genau, der wollte nur zu meinem Josh fahren. Der Osch, der steht da nämlich nur.
Wenn es der Chakoti nicht ist, dann ist es der Josh. Wo ist denn die Julian eigentlich? Ich glaube, die Julian, die wartet auf den Carsten. So. Was wird das da vorne? Ich will zu dir. Was wird das bei Chakoti? Weiß ich nicht, was der hat. Oh, das soll meine Queen Lady in Ruhe lassen, jetzt ja? Jetzt kann ich mit Anja schon eine Thumbnail aufnehmen. Oh. Pam. Willst du gucken, wer stärker ist oder was? Nee, das war fürs Abdrängen. Kein Hund. Anni, du hast da keinen Hund draufstehen. Ich weiß. Weil der Carsten immer Oscar. Ja, immer Oscar mit. Ich nehme keinen Hund mit. Ja, aber ich darf nur noch Dorscher oder. Wie auch immer. Ja, ja. Die habe ich heute vergessen. Der Andi schaukelt sich an dem Schild auf. Ey, warum lehnst du das Schild gegen mein Bett? Was? Was? So, Carsten ist da, wir können weiter. Was schaukelt Andi? Boah. Das sieht irgendwie gerade amüsant aus, Julian. Hui. Hui. Eine LKW-Fahrt, die ist lustig. Eine LKW-Fahrt, die ist schön. So, dann will ich mir nochmal den Attack vorknüpfen. Nein. Der richtig. Zieht ja ganz gewitzt an mir links vorbei. Das haben sie ja ganz schön geil gemacht hier mit dem Pfeil, ne? Wäre ja fast reingebrannt. Hack ich richtig. Nö. Super geil. Super geil, ja. Dum 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 dum. Boah, aber auf den Punkt, was? Auf den Punkt. Was? Was? Schau mal, wie ich hier stehe, Andi. Auf den Punkt gebremst. Aber hast du es noch hingekriegt, ja? Ja, schau mal. Das ist beruhigend. Aber auf den Zentimeter. Ich machen die da? Wollte ein Ausweichmanöver keine starten, Ahnung. Das ist allerdings fehlgeschlagen. Fail to start, Ausweichmanöver.exe, warte mal so.